Wir sind heute beim 1. FC Nürnberg und wir haben heute Coden und Kicken. Das ist ein besonderes Sommer-Event von Bycode for Teams, weil wir uns überlegt haben, wir wollen das Beste der zwei Welten zusammenbringen. Also das Bewegen in der analogen Welt, aber auch das Gestalten in der digitalen Welt. Das bedeutet, heute wird nicht nur eine Homepage programmiert, sondern es geht tatsächlich auch ums Fußballspielen, um die Bewegung, um die Gemeinschaft, den Teamgeist. Und das wird heute ziemlich gut hier gelernt. So unterschiedlich es zunächst einmal klingen mag, aber es gibt doch eine ganze Menge von Gemeinsamkeiten, weil man muss tatsächlich auch diese Flexibilität in beiden Fällen unter Beweis stellen. Man muss die Beweglichkeit unter Beweis stellen. Es hat was mit Konzentration zu tun. Es hat aber auch was damit zu tun, dass man auch kreativ ist. Also von daher ist es schon für uns eine gute Kombination und von daher freuen wir uns, wenn es weitere Aktionen dazu gibt. Wir wollen mit Bycode die Jugendlichen motivieren, die digitale Welt zu entdecken. Also nicht nur Leidenschaft entfachen, sondern ihnen auch zeigen, es ist uns ernst mit dem Thema und es muss euch auch ernst sein, weil es letztendlich eure berufliche Zukunft auch ausmacht. Ich denke, das Coden hat mir mehr Spaß gemacht, weil es durch die Hitze heute doch sehr anstrengend war mit dem Kicken und ich das sehr interessant finde mit der Technik und so. Gecodet? Nee, gecodet habe ich noch nie. Ich habe mehr mit Sport zu tun als so mit Programmieren. Es geht also ein bisschen kompliziert mit diesen ganzen komischen Buchstaben und diesen ja, komischen Zeichen, aber man kommt, denke ich mal, mit der Zeit damit relativ gut klar. Die Kombination irgendwie aus Informatik und Sport finde ich auch ziemlich gut. Erst ein bisschen ausbauen und dann noch was für den Kopf irgendwie machen. Hey.